Die geografische Karte von der größten Ausdehnung des Römischen Reiches ist uns ziemlich bekannt. Doch sollte man nicht vergessen, sich die Frage zu stellen, wie damals noch eine kleine Stadt so ein großes Imperium aufbauen konnte. Und warum hauptsächlich Rom und keine andere Stadt? Welche Strategie hatten die Römer benutzt, um alle ihre Feinde zu vernichten? In diesem kurzen Video werden wir die frühe Ausdehnung Roms und die Gründe dahinter erforschen. Die Eroberung Italiens durch die Römer dauerte sehr lange und war nicht einfach. Es begann mit der Gründung der Römischen Republik, ungefähr im Jahre 500 vor Christus bis ungefähr 250 vor Christus, also im Zeitraum von 250 Jahren. Die militärischen Erfolge dieser Periode waren nicht wegen der technologischen oder strategischen Überlegenheit passiert, sondern wegen der hartnäckigen Ausdauer und Beharrlichkeit der Römer. Die erste Ausdehnung fand natürlich mit den Nachbarn statt, die Etrusker im Norden und die lateinischen Stämme in Zentralitalien. Die Etrusker damals waren schon ziemlich geschwächt und boten eine gute Gelegenheit zur Expansion für die Römer an. Als erstes wurde die benachbarte Stadt Veii, die auf der anderen Seite des Flusses Tiber lag, nach drei wichtigen Kriegen erobert. Die Einnahme von allen etruskischen Städten fand jedoch erst in der Mitte des 3. Jahrhunderts vor Christus statt. Die lateinischen Stämme Zentralitaliens sind bekannt unter dem Namen die Lateinische Liga. Im Jahr 499 vor Christus besiegten die Römer diese Liga und gründeten schließlich eine Allianz mit ihnen, wonach sie viele Kriege gegen die Stämme auf den Bergen führten. Die Römer hatten eine gut funktionierende Strategie. Sie schlossen Allianzen mit einigen Feinden, um zu verhindern, dass die Feinde sich nicht vereinen. In diesen Situationen konnte Rom alle seine Feinde einer nach dem anderen besiegen. Nach den Siegen brachen die Römer die Allianz wieder auf und griffen ihre vorherigen Freunde an. Nachdem Rom die Bergstämme besiegt hatte, brach er seine Allianz mit der Lateinischen Liga ab und griff sie an. Im Jahr 338 vor Christus hatte Rom die allen lateinischen Städte schon erobert. Mit der Expansion in den Norden trafen die Römer das erste Mal auf die Gallier, ein keltisches Volk im modernen Frankreich. Da sowohl die Gallier als auch die Römer die etruskischen Gebiete für sich beanspruchen wollten, kamen sie in Konflikt und die Gallier besiegten die Römer im Jahr 390 vor Christus am Fluss Allia entscheidend. Danach kamen die Gallier hinunter bis nach Zentralitalien und plünderten den Hauptstadt Rom. Nachdem die Römer den Galliern 1000 Pfund Gold zahlten, kehrten sie zurück in den Norden. Nach diesem Zwischenfall ließen die Römer die Gallier für mehrere Jahrhunderte lang allein. Sie hatten Angst vor ihnen. Im Süden Roms gab es eine Föderation von Städten, die man die Samniten nannte. Zwischen 343 vor Christus und 290 vor Christus kämpften die Römer dreimal gegen die Samniten. Im zweiten Krieg verloren die Römer auf eine erniedrigende Weise. Im letzten Krieg von 298 vor Christus bis 290 vor Christus verbündeten sich die Samniten mit den Etruskern und den Galliern, um Rom endgültig zu schlagen. Doch die Römer schickten ein paar kleine Scheintruppen zu den etruskischen Gebieten, die sich schnell von das Schlachtfeld nach Hause bewegen mussten. Somit konnte Rom die Samniten und die gallischen Truppen ganz einfach besiegen. Nach diesem Krieg wurde Rom die größte Macht Italiens. Während dieses Krieges bauten die Römer große Straßen überall hin, um die Truppen schneller transportieren zu können. Diese Strategie benutzten auch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg, was als Blitzkrieg bezeichnet wurde. Die Römer hatten eine eigenartige Weise, mit den besiegten Völkern umzugehen. Normalerweise wurden in der Antike die Besiegten entweder versklavt oder mit hohen Steuern unterdrückt. Die Römer jedoch benutzten die Integration als Strategie und gaben Rechte an besiegte Italiener. Es gab drei Arten von Rechten. Die aristokratischen Familien wurden gleich als volle römische Bürger eingenommen. Seltenerweise wurden auch ganzen Städten volle Bürgerrechte gegeben. Meistens hatten diese Städte jedoch halbe Bürgerrechte, womit sie nicht in den Wahlen teilnehmen durften. Wiederum wurden vielen Städten der Status Socii gegeben, was sowas bedeutet wie die Alliierten Roms. Die
Die Städte konnten mit der Zeit im Rang aufsteigen und schließlich komplette römische Bürger werden. Die wichtigste Regel kommt jetzt. Egal ob Voll- oder Halbbürger oder Alliierte, jede Stadt musste für die römische Armee Truppen aufstellen. Auch in Außenpolitik waren sie der römischen Republik unterstellt. Diese Art von Bürgerrechten waren in der Antike etwas ganz Neues. Doch damit konnten die Römer eine unbegrenzte Anzahl von Truppen erstellen und einen lang andauernden Krieg mit Leichtigkeit führen. Die Soldaten in der Armee nahmen die römischen Traditionen und die lateinische Sprache an und in ganz Italien wurde damit Lateinisch gesprochen. Nachdem die italienische Halbinsel erobert wurde, begannen die Römer zum ersten Mal über die Meere hinauszudenken und neue Länder zu suchen.